Mecklenburg-Vorpommern-Derby in der Regionalliga Nordost. Hansa gegen Greifswald vor 3.500 Zuschauern im Ostseestadion. Lars Fuchs und Kevin Rodewald. Die beiden Trainer, für den einen geht es um den Aufstieg, für den anderen gegen den Abstieg. Die junge Truppe von Kevin Rodewald, Hansa Rostock in Blau-Weiß, mutig nach einer Viertelstunde zum ersten Mal gefährlich vorm Tor der Greifswalder. Der Ball über die rechte Seite. Jannis Lang, die Flanke wird lang und sie wird immer länger. Und Jakubow muss zum ersten Mal eingreifen. Das erste offensive Achtungszeichen der Hansa-Bubis. Aber insgesamt, Greifswald, die bessere Mannschaft, hatte viel mehr Ballbesitz und kam dann auch zu Chancen. Die 33. Minute, Schmedemann, der Innenverteidiger für Cabrera, Riesenmöglichkeit. Greifswald, Wilmer Cabrera Junior, neu in der Startelf für den angeschlagenen Weiland von Schmedemann, der ein Riesenspiel machte, hier toll bedient. Aber dann fehlen ihm ein paar Zentimeter, er muss einen Ausfallschritt machen und kommt so nicht mehr richtig zum Ball. Nur 2 Minuten später, Greifswald über die rechte Seite, der starke Kratzer sieht Ischel und den macht er normalerweise, Manasseh Ischel, der von Chemie Leipzig kam. 5-mal hat er in dieser Saison schon getroffen. Alle 5 Tore in den letzten 4 Spielen. Der hat einen richtigen Lauf, aber hier schiebt er den Ball quasi mit der Hacke vorbei am Tor der Rostocker. Nächste große Chance liegen gelassen, Manasseh Ischel. Aber auch Sufyan Benyamina, den wir da im Vordergrund gesehen haben, der sollte sich einreihen in das Auslassen der Torchancen. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Da ist Benyamina und macht im Prinzip alles richtig, aber sein Schuss von Meissner noch entscheidend abgefälscht. Die Ecke kam von Brandt Kohn, klärt zunächst per Kopf. Vogt mit der Vorarbeit für Benyamina. Feine Annahme, Schuss aus der Drehung, aber Meissner ist da. Das war die letzte Aktion im ersten Durchgang. Trotz 3 hochkarätiger Chancen steht es nur 0:0. Die zweite Hälfte, Hansa kam gut aus der Kabine. Kohn mit der Flanke und da ist Bachmann. Auch der hat ja schon 6-mal getroffen, Mike Bachmann, zuletzt Torschütze gegen Luckenwalde. Das macht er hier artistisch, allerdings ohne Druck auf das Tor. Hansa Rostock wurde mutiger und hat nach einer guten Stunde eine riesen Kontermöglichkeit. Aliu, alles ist offen, aber da kommt die Monstergrätsche von Schmedemann. Die war extrem wichtig, denn Postelt wäre durch gewesen. Sehen wir hier nochmal Schulz auf Aliu, der spielt direkt, aber Schmedemann dazwischen. Das wäre vermutlich das 1:0 für Hansa gewesen. Lars Fuchs im strömenden Regen von Rostock sah nun seine Mannschaft, die ihre individuelle Klasse ausspielte. Hier zunächst mal der Doppelpass und dann die Flanke von Kratzer. Ischel verpasst, aber da ist Vogt und es steht 1:0 für den Greifswalder Fußballclub. Welch ein wunderbar herausgespielter Treffer in der 63. Minute. Dedlo hier überragend mit der Hacke, Doppelpass mit Kratzer. Der hat den Kopf oben und schaut. Ischel im Zentrum kommt nicht dran, aber Vogt, der kommt aus dem Mittelfeld genau auf den Punkt, nimmt den Ball Volley und der passt perfekt. Das erste Saisontor für David Vogt, der Thüringer Junge bei Rot-Weiß Erfurt, ausgebildet. Welch ein schöner Treffer, direkt vorm eigenen Gäste-Fanblock zum Jubel aller Greifswalder. Und die Gäste können nachlegen, aber Ischel hat heute einfach nicht seinen besten Tag. Da muss er selber so ein bisschen lachen, denn da war wieder ein Hansa-Rostock-Verteidiger dazwischen, nämlich Kohn, der hier den Schuss von Ischel blockt und das Tor verhindert. Auch der Torschütze David Vogt hatte noch seine Möglichkeiten. Die 78. Minute, Ischel diesmal als Vorlagengeber und Vogt mit Selbstvertrauen, toller Schuss. Der setzt gefährlich auf vor Hagemoser, aber er trifft nur das Außennetz und wir sehen, dass Hagemoser den Ball wohl gehalten hätte. Die letzten Angriffe von Hansa Rostock, 82. Minute, Postelt. Aber das ist eben auch der kämpferische Einsatz der Greifswalder. Brandt wirft sich hier entschlossen in diesen Schuss und blockt den Ball von Postelt. Weiland war in der Schlussphase gekommen bei den Greifswaldern. Und der hatte noch Lust auf Fußball gegen seinen Jugendverein. Auch Krutscher war von der Bank gekommen. Und Benyamina, der hatte dann die letzte Möglichkeit, ließ sie aus. Aber die Greifswalder konnten das verschmerzen, denn sie gewinnen in Rostock 1:0.
Wir wussten, dass es schwierig wird, dass es ein Geduldsspiel wird. Wenig Torchancen gewesen von uns, was wir uns schon besser, also auch einfach ja, cleverer vorgestellt haben. Gerade auch ruhiger, auch im letzten Drittel zu spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Das war in der zweiten Halbzeit ein bisschen gebraucht. Dann waren wir gut drin. Ja, es ist trotzdem das eine Tor, denke ich, besser und auch verdient gewesen für uns. Hansa hat sehr gut verteidigt. Es war sehr schwierig, Räume zu finden und Torchancen herauszuspielen. Aber ich denke, wir sind geduldig geblieben. Man hat es auch gesehen, dass wir hinten gut durchgespielt haben und dann auf die Lücke gewartet haben. Und so ist dann auch das Tor entstanden durch eine Flanke, wo ich dann mit reinrutsche in den 16er und ja, dann nochmal ein Tor mache. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Ich glaube, mit dem Einsatz und wie sie es gemacht haben, ein Unentschieden hier zu Hause, wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen. Ich glaube, das war drin. Aber ich bin stolz aufs Team, wie sie heute Gas gegeben haben. Das war echt lobenswert. Greifswald, die einzige Mannschaft der Liga ohne Niederlage, ist jetzt Tabellenführer. Mindestens bis Samstag. Jakub Jakubow völlig losgelöst. Und am nächsten Spieltag kommt Energie Cottbus zum Topspiel.